Komm zu Warte an den Banner! Sofort! Ein Kahn! Komm zu Warte an den Banner! Der Name heißt 10, du bist 10. Marco spielt nicht in der Band, Marco macht nur das Booking- und Tourmanagement für die Bandstation 17. Ich spiele Tara. Der Hund schon. Also Station 17 ist hier gerade in Wendern, in Lahse, um an einem neuen Album zu arbeiten, das im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Und während ein Teil der Band halt jetzt in der Scheune an den neuen Songstrukturen arbeitet, sind wir, Marco und ich, dabei mit den Leuten, die gerade nicht Musik machen, hier ein Freizeitprogramm alternativ zu gestalten. Ja, und auch mehrere Töne, nicht nur zwei, sondern bam, 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 badam, badam, badam. Genau. Also ich heiße Peter Tiedeken und spiele alle möglichen Instrumente bei Station 17, von denen ich keins erlernt habe. Und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, einfach wahllos zu wechseln, nicht wahllos, aber willkürlich zu wechseln, wie es mir gerade passt. Und wir sind hier für 14 Tage im Wendland und schreiben hier an neuen Liedern fürs Station 17 Album. Genau. Wir, das ist eben die Gruppe da im Hintergrund, die gehören alle dazu. Ich glaube insgesamt 12, wirklich genau nachgezählt habe ich noch nie. 11. Ja, das ist so das, was wir hier gerade tun. Das Akkordmische ist super, es muss nur immer tonal dazu passen, deswegen eben diese Töne rausnehmen aus dem Xylophon. Ja, weil sonst ist zu viel. Ja. Ja, Gesang haben wir da jetzt nichts mitgemacht, das ist... Muss ja auch nicht sein. Muss nicht sein. Das ist eine rein musikalische Nummer. Glaube ich auch. Und da kann man so viel reinhören und so viele Schichten sind da, dass so viel zu tun, das alles zu verstehen. Unkonventionelle Instrumente auch, wie zum Beispiel eine Steel Drum oder so, je nachdem, worauf ich gerade Lust und Laune habe. Das gilt für die ganze Band. Wir haben uns hier versammelt und feilen hier gerade am neuen Station 17 Album. Oh Gott. Ist jetzt ganz cool. Also dafür, dass es das erste Mal gespielt worden ist jetzt gerade, war es super.